Das Bewerbungsgespräch ist für mich sehr gut abgelaufen. Es war so ein lockeres, angenehmes Gespräch. Man hat sich so geben können, wie man ist. Also die Atmosphäre war natürlich eine professionelle, aber es wurde ganz offen über alle Arbeitsbedingungen und alle Wünsche gesprochen, sodass man sich klar war, worauf man sich einlässt. Also ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass man weiß, wofür man sich bewirbt und ob man das auch wirklich machen will. Und dass man schaut, okay, was kann ich gut und warum passe ich da genau gut her? Und sich auch seine Schwächen anschaut, weil ich glaube, das ist heutzutage auch gefragt, das auch zu zeigen und sich damit auszukennen. Also gerade im Bereich von Sozialarbeit, glaube ich, ist das die Eigenreflexion ganz, ganz wichtig. Vorbereitet habe ich mich auf das Vorstellungsgespräch, ja, indem ich mir mal das Unternehmen genau angeschaut habe, ja, was da genau angeboten wird. Ja, entspricht das meinen Vorstellungen, wie ich die nächsten 5 Jahre auch verbringen möchte? Die zukünftigen Bewerber sollten schon spezifisches Fachwissen haben, um beim Bewerbungsgespräch ganz natürlich und selbstsicher auftreten. Man sollte am besten so auftreten, wie man ist und wie man sich wohlfühlt, weil wir wollen auch, dass die Kolleginnen in den Teams so arbeiten, wie sie am liebsten arbeiten und authentisch sind.